Head Up Games, Publisher. Studio Fitzbirn, Developer. Gegen jedes Gesetz der Wahrscheinlichkeit gibt es ein Universum, das nur aus Erde besteht. Tief darin steckt eine gewaltige, kugelrunde Welt. Ihre Bewohner nennen sie Asposia. Beatmet wird sie von den heiligen drei Windpolen. Über den Ursprung dieses Windes ist man sich bis heute nicht einig. Dass er jedoch nach und nach verschwindet, ist eine unbestreitbare Tatsache. Mit dem Wind ging das Licht, mit dem Licht ging die Wärme. Und in der kalten Dunkelheit kamen die Windgötter. Mit versteinernden Blicken suchen sie seitdem die Asposa heim. Der einzige noch atmende Windbrunnen wird bewacht von dem Abt Conroy. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Asposa durch diese dunkle, kalte Zeit zu führen. Tagtäglich predigt er dem Volk Entsagung und Fügsamkeit, in der ewigen Hoffnung, die Windgötter milde zu stimmen und den Wind wieder zurückzubringen. Beobachtet wird er dabei oft von seinem jungen Novizen, Robert, den er wie einen Sohn großzog, nicht wie seinen eigenen, zugegeben. Hey! Oh! Ich glaube, ich nenne dich Huck. Das darfst du aber nicht haben. Das gehört Conroy. Ich poliere es jeden Tag für ihn. Hübsch, nicht wahr? Oh, schau mal, was es kann. Conroy sagt, es erinnert ihn an den schönsten Tag seines Lebens. Er hat mir aber nie erzählt, was das heißt. Aber weißt du, was ich glaube? Es hat etwas damit zu tun. Du kommst bestimmt viel rum, oder? So als Taube. Weißt du, ich durfte den Palast noch nie verlassen. Wegen meiner komischen Löcher. Ich wünschte, ich hätte Streifen wie jeder andere. Aber schau mal. Hab ich selber gestrickt, damit die Leute keine Angst vor mir haben. Und wenn ihr von den Ach, diese Undankbaren! Ich versuche doch nur, ihnen zu helfen. Oh! Robert, mein lieber Junge, spiel mein Lied! Robert, wie oft soll ich es dir noch sagen? Eine Note, ein Takt! Nein! Nein! Welcher Idiot hat die hier reingelassen? Keine Sorge! Taube, ich habe dir vertraut! Ich werde euren Anhänger retten! Nein! Robert, Junge, bleib hier! Wache! Schickt mir den Igel! Die schnapp ich mir. Mietz, Mietz, Mietz! Diese diebische Taube. Willkommen. Möchtest du eine Einführung in die Spielsteuerung bekommen? Ja, gib's mir, Baby. Oder nein, ich weiß, wie der Hase läuft. Ich mach einfach mal, ja, gib's mir, aber ich brech die gleich ab, weil das Tutorial sieht halt so aus. Hotspots, klick und halte, um zu sehen, mit welchen Objekten du interagieren kannst. Aha, Nektarinsaft, dann kannst du hier gucken, kannst du da benutzen. Oder wahlweise auch hier benutzen. Was ist die Hand nehmen? Interagieren oder benutzen? Verstehe ich nicht, aber okay, wird schon gehen. Oder man kann auch Gegenstände kombinieren. Das ist natürlich super.
Ach, der Nektarinsaft geht auf den Wurm. Ich glaube, da haben wir schon direkt den ersten Hinweis gefunden. Und hier Dialoge, pipapo, das sehen wir gleich alles. Schauen wir uns gleich alles an. Du kannst die Anleitung aber jederzeit unter den Einstellungen wieder aufrufen, wenn du möchtest. Sag mir einfach in den Kommentaren Bescheid, dann mache ich das. Aber ich glaube, wir kriegen das auch so hin. Und somit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen ausnahmsweise mal, obwohl gerade noch Night of the Rabbit läuft, obwohl gerade ein anderes Adventure läuft, spielen wir hier noch ein weiteres Adventure, weil The Inner World, ich darf es jetzt schon spielen oder ich durfte es jetzt schon spielen, ich habe auch keine NDA oder sonst was, obwohl das Spiel erst noch rauskommt. Ich weiß, hasst mich ruhig, aber das Spiel ist so niedlich, ich konnte euch das nicht vorenthalten, es tut mir leid und ich wollte nicht warten und ich konnte nicht warten und ich war so ungeduldig und ich wollte das auch spielen, weil das so viel Spaß gemacht hat und so niedlich war. Deswegen, es tut mir leid, wenn ich jetzt noch mehr raushaue. Tut mir leid. Also, ihr könnt es aber auch später gucken. Aber komm, wir fangen jetzt einmal mal an. Hier mein Fahndungsplakat. Wir befinden uns hier in irgendeiner Seitengasse, wie es aussieht. Wenn ich länger gedrückt halte, finden wir quasi alle Hotspots, die wir benutzen können. Was ist das denn hier? Krücke. Ach ja, und ein Wurm. Ein Wurm. Den schauen wir uns mal an. Er untergräbt die heilige Erde. Was? Haltet den Wurm. Ungläubiger, infidel. Den nehmen wir uns gleich mal. Oh. Glitschiges, kleines. Er ist einfach zu schnell. That's what she said. Okay, den kriegen wir nicht. Hier haben wir noch ein Fahndungsplakat. Das gucken wir uns an. Warum das Mädchen wohl gesucht wird? Sie sieht doch eigentlich sehr nett aus. Naja, sieht ein bisschen kantig aus, ein bisschen hutzelig. Komm, ich nehme mal das Plakat. Plakate abnehmen verboten. Was? Aber ich sammle doch Plakate. Ich will das Plakat haben. Hier haben wir noch eine Flasche, wie es aussieht. Da liegt eine alte Flasche im Müll. Nenn mich nicht so. Okay, die nehme ich mit. Sie ist gefüllt mit gegorenem Nektarinensaft. Wie lange die hier wohl schon liegt? Riecht nach Dienstag. Vor einem Jahr. Ekelhaft. Okay, dann haben wir zumindest eine Flasche Nektarinensaft, die... Können wir ja unten verkorkt, zack, können wir die jederzeit wieder benutzen. Hier haben wir noch einen Müllhaufen mit Conroy irgendwas. Und hier landet also Conroys Müll. Was haben wir denn da alles? Alte Vase, Spindel, rechte Hand von einer Stadtwache. Den Schal, den ich zum Geburtstag geschenkt habe. Der muss aus Versehen in den Müll geraten sein. Ja, das ist, der ist einfach nur da durchgerutscht. Und der Conroy ist ja der Ziehvater von unserem Hauptpersönchen hier. Von Robert. Und da bin ich mal sehr gespannt, was mit dem auf sich hat. Dem traue ich ja nicht. So. Können wir das nehmen? Davon will ich nichts mitnehmen. Ach so. Na gut, wusste ich nicht. Hier können wir noch ein Rohr verlegen. Conroys Müllschacht. Warum führt er denn mitten in ein Wohngebiet? Ich glaube, weil es dem Conroy egal ist, oder? Mist. Lässt sich nicht bewegen. Dabei kann man so einen Tunnel immer gut gebrauchen. Tja, ist wirklich wahr. Wer weiß, wann man was untergraben muss. So, da haben wir noch einen Müllhändler, den gucken wir uns gleich an. Was ist denn ein Phosphos? Was ist das denn? Ein Phosphos? Conroy hasst Phosphos. Ich mag sie. Sie machen Licht. Ich mag Licht. Ich mag Licht auch. Phosphos sieht auch sympathisch aus. Können wir da ran? Da komme ich nicht ran. Da kommen wir also nicht ran. Okay, hier oben haben wir noch ein Windrad. Die Windräder in dieser Stadt sind nutzlos geworden, seitdem der Wind kaum noch weht. Und der Conroy, der hat ja quasi die Hoheitsgewalt über den letzten Windbrunnen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Nein, es muss sich schon von alleine drehen. Ja, entschuldige bitte, ich dachte, du kannst ja auch mal was Sinnvolles beitragen. Okay, reden wir mal mit dem... Nee, wir schauen uns den erstmal an, dann reden wir mit dem Müllhändler. Der Typ sieht aus, als würde er mich ohne zu zögern überfallen. Ich sollte ihn einfach mal fragen, ob er mir hilft. Ja, was hat man schon zu verlieren? Hallo, guter Mann. Hallo, könnt ihr mir vielleicht helfen? Kommt drauf an, was du brauchst. Müll habe ich keinen. Müll? Wie bitte? Nein, ich doch nicht. Niemand handelt hier mit Müll. Ich am allerwenigsten. Ja, ich suche auch eigentlich... Brauchst du Müll? Weiterspiel. Achso, klicke auf ein Gesprächsthema, um darüber zu sprechen. So mache ich das auch immer, wenn ich mich mit Kumpels unterhalte. So werde ich es auch hier halten. Ich klicke einfach auf Müll. Was verkauft ihr hier? Tja, ohne angeben zu wollen, kann ich wohl behaupten, ja, dass es sich bei meiner Ware um den besten Müll in ganz Asposien handelt. Ihr verkauft stinkenden Abfall?
Ah, ich merke schon, ich habe hier einen Kenner vor mir. Interessierst du dich schon lange für Müll? Ich, hab ihn bisher immer nur weggeworfen. Na, dann hab keine Scheu, dich in meinem Laden umzusehen. Vielleicht finden wir alte, verlorene, liebgewonnene Sachen wieder. Wie zum Beispiel den Buchstaben A. Das hat nämlich voll ein Schlemiel aus der Sesamstraße. Möchtest du ein unsichtbares Eis kaufen? Ein Eis? Psst, ein Eis? Genau. Ist das ein A? Das hier? Möchtest du vielleicht einen Buchstaben kaufen? Den gibt es schon für günstiger Aspiriri. Wozu sollte ich den denn brauchen? Wie heißt du, Junge? Robert. Tja, wenn du ein A hättest, könntest du zum Beispiel Roberta daraus machen. Oder Robert. Die Möglichkeiten sind einfach unbegrenzt. Nein, danke. Mein Kopf tut weh. Ich könnte mich ab sofort Groank nennen. Das wäre natürlich cool. Oder Graunk. Oder Gronak. Oder Garonk. Agronk ist doof, Gronka ist auch doof. Na komm, hier, ich hätte jetzt Bock auf ein Sandwich mit Fliegen, das wäre jetzt genau das Richtige. Was ist denn das? Das hier, ein exquisites Sandwich, wurde auch erst zweimal gegessen. Danke, lieber nicht. Sicher? Ich hätte auch noch einen halben Wollmilchshake dazu. Ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass es ein Wollmilchshake ist. Danke, danke. Keinen Hunger. Nicht mehr jedenfalls. Wahrscheinlich nie wieder. Na gut, also kein ekelhaftes. Aber so gekaut sieht das gar nicht aus. Vielleicht in einem Stück verschlungen, mach ich auch manchmal. So, Taubenfutter. Wozu können wir das Taubenfutter wohl brauchen? Was ist das da? Das hier ist leckerstes Taubenfutter. Ich schwöre, nichts, was Flügel hat, kann dem hier widerstehen. Toll, genau das, was ich brauche. Kann ich das haben? Für Aspororo gehört es dir. Für bitte was? Aspororo-ri, klingt super. Was ist das? Der Preis für das Taubenfutter. Aha, und was bedeutet das? Na gut, ich verstehe schon. Du willst also verhandeln. Will ich das? Ich biete dir Asporora. Aspora? Willst du mich beleidigen? Na gut, was hältst du von Aspororo? Und dazu bekommst du diese schöne Conroy-Puppe. Wer immer seine Arbeit tut, den finden die Basilen gut. Das ist ja auch sehr nett, aber ich brauch sie gar nicht. Weißt du eigentlich, was die alles kann? Hast du Pech und 7 Plagen? Nicht vertagen, Conroy-Fragen. Und das alles bekommst du für Aspora. Noch weiter gehe ich mit dem Preis aber nicht runter. Aber... Na gut. Asporo. Aber noch tiefer gehe ich wirklich nicht. Asporo. Also für Asporo lasst ihr mich da gerne runterhandeln. Asporo ist ja fast schon geschenkt. Vor allen Dingen noch für diese super Conroy-Puppe. Also das, die wollte ich früher auch immer haben, als ich klein war. Und für Asporo, ganz ehrlich. Ich weiß leider nicht, wovon ihr redet. Könnt ihr mir nicht einfach das Futter geben und... Na fein, ich sage Aspiriri. Wie bitte? Aspiri! Warum schreit ihr mich denn an? Ach, verdamm mich. Na fein, ich gebe dir das Futter für Asp. Jetzt zufrieden? Ich weiß nicht. Was... Okay, ich leg die Puppe noch oben drauf. Einverstanden, nimm sie einfach. Heißt das... Ich könnte die Puppe und das Futter umsonst? Ja, sag ich doch. Wie sehr willst du mich eigentlich noch demütigen? Danke, ihr seid wirklich sehr nett. Und du bist der durchtriebenste, hartherzigste Asposer, den ich je das Missvergnügen hatte zu treffen. Oh, das tut mir sehr leid für euch. Danke für das Futter. Ach schön. Ja, dann haben wir jetzt Taubenfutter und wir haben eine Conroy-Handpuppe. Ich mag das Spiel, tut mir leid. So, komm, Müllhändler, quatsch mal nochmal mit dem. Ha! Ach, du schon wieder. Was willst du noch? Meine Selbstachtung hast du doch schon. Ich finde das mit dem Regal hier im Mantel übrigens auch sehr niedlich, dass er da ein Regal, ein Holzregal eingebaut hat.
So, Müll braucht man nicht, Taube. Vielleicht kann uns bei der Taube ja helfen. Könnt ihr mir helfen? Ich muss diese Taube da fangen. Tut mir leid, mein Junge. Wenn ich hier weggehe, klauen sicherlich alle meinen Müll. Mm. Aber wer sollte... Ich sehe hier nur eine potenzielle Person. Oh, das sind dann wohl wir. Na gut. Na, dann gehe ich mal. Okay, wenn du doch noch Müll brauchst, weißt du ja, wo ich bin. Und das zu dem Preis. Der hat auch ein hottes Nacktbild gehabt. Das hätten wir auch mal mitnehmen können. Aber egal, wir kümmern uns lieber um die Windsocke. Schon dreimal getragen. Eine Windsocke, die sich im Wind windet. Naja, das sind aber eher... Das sind keine Geschwindigkeiten, keine Windgeschwindigkeiten. Das sind mehr Schwindigkeiten. Mangels Wind. So, können wir die mitnehmen? Oh toll, meine eigene Windsocke. Windsocken sind super. Cool, man weiß nie, wann man eine braucht. Und hier haben wir noch einen Conroy-Kopf. Aha. Oh, dieses Lächeln würde ich überall erkennen. Conroy. Tja, der gute Mann. Können wir das benutzen? Lieber nicht. Er sieht aus, als wäre er schon wieder wütend auf mich. Ich glaube, der ist generell einfach immer wütend. Die alte Krücke steht hier auch rum. Oh, eine Krücke. Wem die wohl gehört? Offenbar niemandem. Tja, wenn die hier so rumsteht, kann ich sie ja mitnehmen. Ist ja egal, wenn da... Oh, jetzt ist mir die Spitze abgebrochen. Ich hoffe, derjenige, dem die Krücke gehört, kommt nicht zurück, obwohl ich wahrscheinlich schneller wäre. Ich wollte gerade sagen, wenn der Einbeinige dann kommt, dann können wir ja rennen. So, Taube und alter Fisch, Igitt. Da liegt ein Fisch auf der Fensterbank. Ich frage mich wirklich, wie er da hochgekommen ist. War vielleicht mal ein fliegender Fisch. Das ist zu hoch für mich. Ja, ich mache hier nur meine Witze. So, Taube. Diese diebische Taube. Die kriegen wir da aber auch nicht runter, ne? Komm her. Täubchen, Täubchen, Täubchen. Put, put. Die hört genau gar nicht. Okay, hier ist noch ein Knopf, den können wir nicht drücken. Hier ist noch ein Wurm, der immer verschwindet. Und wir haben einen verkorkten Nektarinensaft. Huch, die kann ich doch bestimmt entkorken. Puh, das riecht ja widerlich. Ach, Taubenfutter sollte ich vielleicht mal benutzen. Der Beutel ist mit einem Faden zugebunden. Das ist cool. Können wir das öffnen? Der Beutel ist mit einem Faden zugebunden. Oh, ich mach mal den Knoten auf. Das ist gut. Hä? Da ist ja gar nichts drin. Was ist los? Willst du etwa dein Geld zurück? Naja, der Beutel ist schon ein bisschen... Freundchen. Ich meine, dieser praktische Faden ist genau, was ich haben wollte. Ja, dann haben wir ja immerhin ein Faden, eine abgebrochene Krücke. Das sieht so nach Fallenstellen aus. Nein, der Faden würde nur reißen. Gut, das sieht nicht nach Fallenstellen aus, vielleicht... Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Nee, da hast du wahrscheinlich recht. So, laut dem Tutorial soll man mit dem Nektarinsaft vielleicht so... Hey Wurm, du siehst durstig aus. Betrunkener Wurm, ach wie süß. Können wir den mitnehmen? So, komm her, die Party ist vorbei. Schwupsi, betrunkener Wurm. Da können wir doch bestimmt den Faden dran binden. Warum sollte ich das tun? Ja, Mann, eine Angel für die Taube. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Alter, du hast einen Wurm in der Hose, also in der Tasche. Da kannst du doch das... Wenn ich das Ende der Windsocke mit dem Faden zusammenbinde... Hui! Kescher! Nice! Bekomme ich einen prima Kescher. Nice one! Betrunkener Wurm? Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. Na gut, schade. Okay, kann ich vielleicht mit dem Kescher direkt die Taube da wegholen? Das ist zu hoch. So bekomme ich die Taube da nicht herunter. Ja, schwierig. Ja, es ist echt schwierig. Kescher, vielleicht hier, alter Fisch. Das ist zu hoch. Okay, mit einer Box kann ich die auch nicht fangen. Ich dachte, das ist eine Falle mit einer Box, aber die Schnur haben wir ja schon verwendet. Den Korken stecken wir einfach in den Wurm. Naja. Nein, wirklich nicht. Vielleicht den... Nein. Ich schätze er... Ach so, was? Huch! Alter, was? Eine Steinschleuder mit dem Wurm? Das geht nicht. Alter, ihr könnt doch nicht den Wurm um den Ast knoten. Das geht doch nicht, Alter. Das ist doch moralisch gar nicht vertretbar. Alter. So, den Korken. Ach, krass.
So, geladene Steinschleuder ist ja unfassbar, Alter, mit dem... So, auf was soll ich zuerst schießen? Alter, der Wurm ist doch nicht elastisch. Der reißt doch durch, Alter. Aber dann haben wir zwei Würmer immerhin. Hier, auf die Taube. Okay, Taube, du wolltest ja nicht auf mich hören. Jetzt lässt du mir keine andere Wahl mehr. Gewalt! Das scheint sie nicht besonders zu stören. Aber den Korken nehme ich wieder mit. Ah, sehr gut. Vielleicht kann ich ja den Fisch einfach mal. Der bewegt sich ja nicht. Na gut, ich hoffe nur, ich tue ihm nicht weh. Nicht mehr als die Taube. So, Wurm, du bist wieder frei. Aber der Korken bleibt bei mir. Wie hast du denn den Knoten aus dem Wurm gemacht, bitteschön? Ich will's gar nicht wissen. So, huch, ab und zu kommt ja meine Taskbar rein, wie es aussieht. So, Taube. Du entkommst mir nicht. Hey! Was? Und was glaubst du, was du da machst, du Clown? Aber... Ich... Kleiner Tipp. Du klaust gerade meine Taube. Aber... Oh ja, Was? Ich klau keine Taube. Sie hat Conroy beklaut, sonst hätte ich sie ja nicht, geklaut. Bist du eigentlich öfter hier? Wie auch immer. Huck, komm her. Ach, die hast du wirklich, Huck. Sag deinem Conroy, von nun an weht ein anderer Wind. War nett, dich kennenzulernen. Okay, ganz ruhig. Was würde Conroy jetzt tun? Oh nein, er wird mich umbringen. Ich muss diese Taube finden. Und das Mädchen. Vor allem das Mädchen. Wenn ich bloß ihren Namen wüsste... Laura, gesucht wegen Diebstahl, Staatsfeindlichkeit, Körperverletzung, Kaugummikauen in der Öffentlichkeit, Basilenerzürnung. Sie hat ein hübsches Lächeln. Oh.